So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Tom Clancy's The Division 2. Okay, wir schauen ganz kurz, wo war dieser Vorratsraum? War der oben? War der da hinten? Jo. Wir nehmen natürlich wieder alles rum mit. Mal schauen, ob wir was Besseres kriegen. Leider nicht. Ja, Pech muss man haben. Ja, Pech muss man haben. Und das auch noch. So, wir gehen ins in die vorletzte Mission gehen wir jetzt, da. Bei euch alles gut? Du brauchst Nahrung. Kann ich dir Nahrung geben? Unsere Vorräte sind knapp. Naja, er kommt wenigstens über die 50. Und wir kriegen auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte, obwohl wir die jetzt nicht mehr brauchen. So, schließen. Alles gut. Ah, schaut geil aus, die Waffe, oder? Mit der Mini-Uzi. Ja, passt auch. Hauptsache, sie machen Schaden. So, wir machen District Union Arena, keine Ahnung. Das ist dieser Stützpunkt da vor uns. Und wenn wir den haben, sollten wir hier unten das Kapitol freischalten. Und das wäre dann die letzte Mission hier. Ich schaue jetzt noch einmal alles mit euch nochmal durch. So, Dark Zone gehen wir so und so nicht. Hier scheint auch alles zu tun. Diese Roosevelt Island haben wir schon im letzten Part gemacht. Da habe ich sogar einen Cut gemacht, weil ich zweimal gestorben bin. Das weiß ich auch noch. Ist ja schon länger wieder her, dass ich gespielt habe. Das scheint auch zu passen. Das da oben auch. Weißes Haus müsste eigentlich passen. Und das ist alles der Anfang. Hier drinnen ist auch nichts mehr. Na, es sollte eigentlich passen. Gut. Wir haben die Hyenas aufgescheucht. Ihr gesamter Rat hat sich in der Festung versammelt. Sicher, dass wir den Rat ausschalten können? Sie haben Angst. Wir haben schon viel Schaden angerichtet und können sie jetzt endgültig kastrieren. In der Division. Na gut, dann gehen wir mal kastrieren, so wie... Verbündeter Nachschubkonvoi in der Nähe. Ja, ich weiß, danke. Da ist alles nur noch verbündet, was da umadum rennt, Isaac. Das gehört schon alles uns. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Und natürlich auch der verbündete Kontrollpunkt, von dem wir gerade weggelaufen sind, gehört auch uns, Isaac. So Wahnsinn, was da alles uns gehört. So, das ist gleich da vorne. Das ist ja Gott sei Dank nicht allzu weit weg. Na dann, wünscht's mir Glück. Es wird jetzt wieder ein bisschen länger dauern da. Es wird wieder eine Stunde wahrscheinlich. Ihr seht es dann eh, wenn ich fertig bin. Gut, dann beginnen wir mal. Das ist die Gelegenheit, mit einem entschlossenen Schlag die Führung der Hyenas auszulöschen. Gehen Sie rein und finden Sie sie. Jeden Einzelnen. Gut. Machen wir doch glatt. So, da unten haben wir mal einen. So, einmal, zweimal. Dann da oben haben wir einen Scharfschützen. Rechts von uns war auch noch irgendwo einer, was ich so gesehen habe. Aha, jetzt ist er unten. Mir soll es recht sein. So, da hinten ist der Scharfschütze, den ich oben gesehen habe. Das macht viel Schaden da. Das ist gut. Nachladen, Mädchen. Okay, der klettert da jetzt wieder rauf. Das ist ein Grenadier. Der ist aber nur noch alleine. Kann das möglich sein? Aha. Jetzt kommen noch andere dazu. Das wird jetzt ein bisschen lustiger. Ah, ein Goldener. Ja, natürlich. Gehen wir noch weiter nach vorne, da. Der Penner versteckt sich. Lauf doch weg. Das ist Pech. Wartet, ich schieß mal auf das da. Dann soll er verbrennen, der Wichser. Okay, gut, sie werden mir eh schon angezeigt. Sehr, sehr gut.
Tut's euch nicht so scheiße positionieren. Ah, okay, gut, das geht. Danke. Und wo ist Nummer 2? Der steht irgendwo da oben. Mit seinem geschissenen Granatending. Ah, jetzt sehe ich dich. Ja, ja, schieß nur. So, was hat der Schönes gedroppt für mich? Einen Rucksack, aber der ist schlechter. Der ist Stufe 28. Mit dem kann man leider Gottes nichts anfangen. So, und da geht's so und so nicht weiter. Ich wollte nur schauen, ob es was zum Looten gibt. Geh mal rein. So, mal Muni. Sonst, glaube ich, gibt's eh nichts da. Er läuft weg von mir und dann... Okay. Hau dein Geschütz raus, gleich darauf, genau. Lad nach. Jetzt gehen wir auf den Pusher da. Sehr brav. Mein Geschütz, gut gestellt, glaube ich. Ziemlich weit oben und trifft alles. Alles trifft es. Sehr gut. Ich brauche gar nichts machen. Das war's? Das war's. Ah, schon geil, wenn man so ein geiles Geschütz hat wie ich, das alles trifft. Braucht man nicht viel machen. Oh, schaut's. Nike-Sachen und sowas. Adidas, Puma. Haben ein bisschen Werbung, ne? Ah. Hab's doch gewusst, ich hab's doch gewusst. Moment, da schreit wer. Warum? Du stirb. Das gibt's ja nicht. Schieß nur. Warte. Ach, okay, komm jetzt. Jetzt muss ich alles nachladen. Sehr gut. Der war ein One-Hit. Und das war's auch schon wieder, okay. Scheint mir leichter zu sein. Aber der Schein kann natürlich auch trügen. Haben wir da drinnen irgendwo was? Da gibt's nix. Ah, schade. Und das ist auch voll. Gut. Und gleich die nächste Welle. Ich würde gern... Ah, okay. Die kommen da gleich links. Da müssen wir aufpassen. Den treffe ich aber. So, Moment. Das war Glück, dass ich den noch gerade so gesehen habe. So, Moment. Rotes Fadenkreuz brauchen wir. Der trifft mich da eh nicht allzu gut. Jetzt ist es rot, sehr gut. Komm, stell dich gleich nochmal dahin, zu den Scheißgeschütz, hä? Aha, da hinten ist der Techniker, oder? Ja. Yeah. Moment. Sein Kopfi Loki. Schaut da aus. Sie. Komm, Kopfi Loki. Loki. Ja, ja. Das war's schon wieder? Ist das euer Ernst? Das sind. Also, das andere war wesentlich schwieriger. Das Roosevelt Island. Wesentlich schwieriger. Ah, schaut's mal. Jetzt bin ich gespannt. Oh yeah. Gleich mal ausrüsten da.
Ja, ja, komm nur, komm nur, komm nur. Warte mal. Ich schieße da mal ganz kurz drauf. Das, was du kannst, kann ich auch. Ja, bleib mal ganz kurz stehen da. Jetzt kommt er wieder von links. Moment. Okay, gut, der bleibt aber in Deckung. Der kommt ein bisschen weiter nach vorne. Ja, natürlich. Ich schieße 33 Mal auf ihn und töte ihn nicht dabei. Natürlich. Hahaha, die Explosion war genau neben ihn, oder? Ein bisschen Schaden hat er genommen, aber nicht viel. So, ansonsten passt's wieder. Es geht schnell. Es geht ziemlich schnell, dass wir da vorankommen. So, Moment. Das nehmen wir uns natürlich auch mit. Das schaut geil aus. Das schaut super aus. Wie das gezeichnet ist, genauso wie auf der anderen Seite. Das schaut echt fett aus. Ah, sind schon gute Ideen drinnen. In dem Spiel. Wir sind im Gebäude? Ich habe Diesel gesagt, dass wir mehr Leute am Eingang brauchen. Das kannst du ihm gerne vorhalten, wenn wir den Scheiß hier überlebt haben. Jetzt will ich, dass du alles gibst mit allem, was wir haben. Klar? Alles klar, ich kümmere mich drum. Genau, du gibst alles, was ihr habt, genau. Und ich bin alleine und mache euch alle fertig. So, das nehmen wir natürlich auch nochmal mit. Gleich mal refreshen hier. Ab durch die Tür. Und hallo und herzlich willkommen beim Abschlachten. Batz, gleich mal in den Kopf da, den goldenen. Scheiß Wichser. Schade. Oh ja, ich habe ihn noch getroffen. Sehr gut. Das war eigentlich mehr Glück als Verstand. Aber getroffen ist getroffen. Und gleich wieder nachladen. Warte, warte, warte. Ja, leider Gottes, wenn man gleich in den Kopf schießt, Herzfehler, dann ist er gleich wahrscheinlich weg. Passt nicht zweimal. Da anvisieren. Ja genau, jetzt kommt er da oben wieder. Wartet's. Das war direkt in den Kopf. Das ist ein One-Hit, tatsächlich. Der, glaube ich, verblutet. Das geht sich aus. So, der mit dem Schild. Wir müssen das Schild zerstören von ihm. Moment, da ist noch einer. Den schießen wir in den Kopf noch. Schild ist weg. Sehr gut. Einfach mal nachladen. Alles ist gut. Der geht da jetzt natürlich in Deckung. Der traut sich gar nichts mehr da. Warte, bleib mal so stehen. Patz. Auch der ist ein One-Hit, auch wenn er violett ist. So, da kommen die Nächsten. Deswegen habe ich mich nicht bewegt. Das habe ich gesehen, oben am Radar. So, jetzt war's es. Urviele Waffen, kann ich die mitnehmen? Die könnten sogar besser sein als die, die ich jetzt da schon habe. So, aha, aha. Gut, da ist nichts. Oh ja, da. Ah, wartet. Das haben wir in die. In das Scharfschützengewehr. In die Scharfschützengewehr, genau. Na, ob das wichtig ist da? Ich habe ja keine Ahnung. Ich bin unsterblich und du bist tot. Nö. Du bist nicht unsterblich und du bist tot. Lokales Stromnetz offline. Schutzschalter entdeckt. Schutzschalter entdeckt. Moment. Was will er, dass ich da wieder rausgehe? Warum? Warum will er, dass ich da jetzt wieder rausgehe? Ah, das ist so kompliziert gemacht manchmal. Kompliziert, naja. Ihr wisst schon, was ich meine. So, das hat er kaputt gemacht, das heißt, der Rollladen geht da jetzt nicht mehr auf. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich einen anderen Weg finden.
Okay, das ist auch voll. Was ist auf der anderen Seite? Also es gibt nur einen Weg anscheinend. Ich schaue mich da trotzdem nochmal ganz kurz überall um. Ob es da irgendwo was gibt, was versteckt ist. Ich glaube aber nicht. Was? Red Panthers. Die roten Panthers. Okay. Die roten Pandas. Ah, da kennt man fast nichts. Ah, da ist der Schutzschalter, okay. Und jetzt können wir das Tor öffnen. Schaut mal, was da ist. Nix. Sehr gut. Oh, wow, 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 wow. So, da ist ein goldener Heiler, der muss einmal weg. Natürlich. Den treffe ich. Ja. Gott sei Dank, ich habe ihn noch getroffen. Das war Glück. So, lad mal nach, Mädchen. Ja, komm nur, komm nur, komm nur, komm nur, komm nur, komm nur. Und ab geht's. So, und gleich wieder retour. Und gleich auf den da. Mit der Überheilung, natürlich. Okay, es kommen sogar noch welche. Ich glaube, da können wir mal unser Geschütz wieder mal einstellen. Das stellen wir da oben auf den Tisch. Dann holen wir uns natürlich auch gleich die Drohne raus. Zack. Und ab geht's. Baller schön brav. Auf den mit dem Schild. Sehr brav. Und jetzt kill ihn. Du hast die Ehre. Ich mach gar nichts. Ja, brave Drohne, wirklich. So, können wir wieder beides kaputt machen. Wir sind wieder voll. Wegen einem Cooldown, wer war's? Ansonsten glaube ich, müsste das eigentlich passen. So, jetzt sollte eigentlich das Tor da wieder aufgehen. Ah, okay, ich kann da jetzt trotzdem interagieren. Ja, natürlich, ein Division-Agent kann das natürlich auch in binnen von ein paar Sekunden reparieren. Natürlich. Aber in Sachen Nahkampf nicht einmal ein Messer haben's. Da haben es nicht sehr viel gemacht. Aber ist ja wurscht. Um Gottes Willen. Hoho, jetzt bin ich gespannt. Leider wieder nichts. Aber wir sind schon ziemlich hoch mit der Waffenausrüstung und sowas. Das ist schon ziemlich hoch. Kann man nichts sagen. Es geht natürlich noch höher, aber da müssen wir Weltrang 1, 2, 3, 4, 5 steigen, natürlich. Damit man besseren Loot bekommt. Okay, da geht's gleich wieder ab. Wir bleiben mal da. Würde ich jetzt einmal sagen. Schön mal in den Kopf. Batz. Den habe ich noch getroffen. Der hat sogar was gedroppt, aber... Ah, da, schaut mal, ein Healer. Schnell, schnell, schnell. War auch ein One-Hit. So, da kommen gleich die nächsten. Das heißt, wir stellen mal da unser Geschütz her. Zack. Meine Güte! So, dich habe ich auch gesehen, dass du mich flankieren wolltest. Ich bleibe vorsichtig. So, wo ist der scheiß Sniper? Das war's schon wieder. Also, wirklich, es ist leichter als die andere. Momentan zumindest. Also, ich habe mir auch mehr Mühe gegeben am Schluss, wenn der Boss kommen ist. Okay. Aber ja, ich möchte jetzt noch nicht so viel
da reinsetzen, dass das so bleibt. So, alles schön auffrischen, gleich weitergehen. Natürlich, aber jetzt kommen sie in jeden Raum. Ah, können wir flippern? Das wäre cool, wenn sie das eingebaut hätten, ha? So flippern, und was ist das da? Far Cry 3, Blood Dragon. Ja, ist auch ein Ubisoft-Spiel. Natürlich. Die dürfen. Na gut, dann gehen wir an. Mal der Sniper weg. Ja, natürlich, aber nicht so. Danke. Nachladen gehört auch dazu. Moment. Ah, der wollte irgendwas machen oder hat sogar was gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber der Goldene muss weg. Sehr gut. Dann der Rote. So, du da hinten hast dich auch versteckt. Patz. Nein. Na, passt schon. Alles gut. Aber es geht schnell. War ich auch so schnell? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Aber mir gefällt's. Schon gut gemacht. So. Gleich wieder auffüllen da. Eine Granate, wo auch immer ich die rausgehaut habe. Und ein Reparaturkit, wo auch immer das ich rausgehaut habe. Ich habe keine Ahnung. Ui. So, das ist ein ziemlich großer Raum. So, da hinten steht einer. Hier steht einer. Der ist Gold, okay. Der ist Violett. Da kommt gleich einer. Der ist Rot. So, einen gibt's noch, den ich gesehen habe. Da ist er auch schon. Das ist der Erste, der sterben muss. Den schießen wir gleich mal in den Kopf. Papp! Den schieße ich da rein in die... Hehehehe. Wer von euch macht denn den Dreck da? Na gut, dann stellen wir mal das Geschütz da oben auf den Tisch. So, der Goldene muss weg. Ah. So, alles auf den Goldenen. Meine Güte. Okay, das Geschütz macht schon alles. Wir sind hier im Einkaufszentrum, hier kommen Sie nicht durch. Stirb ja nicht, du Wichser. Keine Chance. Das war's schon wieder. Das ist unglaublich. Es ist ein Raum da mit, keine Ahnung, 4 Leuten und das war's. Oh, urviel Geld. Wahnsinn. Können wir leider nicht mitnehmen. Da war sogar einen langweilig unter deinen Turm gebaut. Burger. Okay. Ah, schaut's mal, da. Scharfschützengewehr? Nein, ein Sturmgewehr, ist aber schlechter. Ah. Schade. Ich hätte gern wieder mal eine größere Knarre in der Hand. Das ist nämlich wirklich süß. Das ist urklein. Macht zwar Schaden, aber trotzdem. Große Wummen. Ah. So, dann nehmen wir natürlich wieder alles mit. So, rüber da. Wir nähern uns anscheinend den Schluss. Anscheinend, wir werden es gleich sehen. Was? Emergency Exit Only. Okay. Da geht's runter, da hinten gibt's nichts. Gut. Na, bitte Mädchen, geh runter. Da schaut's aus, bist du deppert, das muss urstinken da. Der ganze Müll und sowas. Boah, das ist urgrindig doch. So, keine Neustartzone. Wir sind am Schluss anscheinend. Nochmal alles hier eingepackt. Und ab durch die Tür, würde ich sagen, oder? Das sagst du, Mädchen. Anscheinend bereit. Na gut. Na gut. Die goldene Kugel da. Sogar 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Uiuiuiuiuiui. So, jetzt ist die Frage, wo ich mich positioniere. Natürlich hier vorne wäre nicht schlecht, aber ich sehe halt keinen. Doch, den goldenen. Und das ist eh schon, das ist anscheinend eh schon der Endgegner. Hier haben wir noch einen. Aber den können wir auch so niederballern. Es kommen sicher noch scheiß viele. Das heißt, wir warten einmal mit dem Geschütz. Ich werde es dann wahrscheinlich hier oben positionieren. Da ist noch einer. Kriege ich den noch? Ja, sehr gut. Oder hier oben wäre auch nicht schlecht, wenn wir das da oben positionieren. Auf jeden Fall oberhalb, damit es schön Damage machen kann. Für die Leute, die halt unten sind. Drohne haben wir eigentlich auch mit. Also es sollte eigentlich gut funktionieren. Also, drückt mal die Daumen. Wir beginnen gleich den Krieg. Und schießen einmal auf den Brooks da oben. Und zwar mitten in den Kopf, probieren wir es. Sehr gut, das hat schon ziemlich Aua gemacht bei ihm. So, alles gut. Alles in Ordnung. Ich weiß nur nicht, was er halt kann, der Brooks. Ich weiß halt nie, wann er aufsteht. Jetzt steht er auf. Patz. 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 Sehr gut. Okay, gut, das war's auch schon. Missionsziel erreicht. Viel hat er nicht ausgehalten. Na, aber ich mache echt im letzten Part wirklich schwer dann. Könnte aber auch sein, dass das das Leichtere gewesen ist. So, nix da. Du hältst nix da. Nix da. Nicht da. Meine Güte. Komm. Ba, 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 bumm. Sehr gut. Das war Glück, dass ich den noch getroffen habe. Also das war jetzt nicht so spektakulär. Da habe ich mir jetzt echt leicht an. Ganz oben ist er. Okay. Ist der letzte oder was? Ist das euer Ernst? Ah, jetzt kommt er eh runter. Noch da, mein Schatz? Hallo? Scheiße. Macht euch alle bereit. Die Lage ist jetzt ernst. Oder kommt noch irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Aber das war, es war ziemlich schnell. Aber wie gesagt, wir sind auch ziemlich hochgepowert. Zumindest für den ersten Durchgang da natürlich. Schauen wir kurz noch rauf, bevor wir da durch die Türe da unten gehen. Ich will nur sicher gehen, dass ich da auch wirklich nichts vergesse. Da geht sogar noch weiter rauf. Da gibt es ja aber und aber viele Wege. Ich hätte mich da unten vorbeischleichen können. Hätte hier raufkommen können. Hätte hier oben kämpfen können. Wenn ich da fertig gewesen wäre, wäre ich da weiter raufgegangen. Kann ich auf die... Ja. Ah, die werden wirklich kaputt. Cool. Cool. Leibernd. Gut gemacht. Sowas mag ich, so welche kleinen Details. Gibt es da oben vielleicht als Belohnung eine Kiste oder irgend sowas? Ein versteckten Raum oder sowas, wo man halt wieder das Schloss wegschießen muss, anscheinend nicht. Das schaut, na leider, schade. Super, okay gut, das ist ein bisschen natürlich komisch. Ich schieß mal daher. Ah, okay gut, das ist halt ein bisschen komisch, dass das so einfach in der Luft hängt. Da kann man natürlich noch ein bisschen dran feilen, aber ja gut, das stört mich jetzt nicht wirklich. Das stört mich nicht wirklich. Schaut euch die Grafik alleine an, das ist schon gewaltig, finde ich. Ah, ich freue mich schon auf den dritten Teil, wirklich. Ich freue mich auf den. Und dann noch mit euch zum Spielen. Super wird das. So, sonst haben wir eh nichts mehr. Einfach runter da. Jetzt bin ich gespannt, ob da noch irgendwer kommt. Diesel, wo bist du? Im Parkhaus. Halte diese Arschlöcher einfach auf, klar? Klar. Und jetzt hau ab und lass mich meine Arbeit machen. Okay, der ist da durch die Tür noch. Im Parkhaus.
Nichts versteckt, okay. So, keine Neustartzone, okay. Da, jetzt sind wir vielleicht nochmal beim Boss. So, hier könnte man nochmal durchgehen. Und das ist auch der einzige Durchgang. Okay, ich habe mir gedacht, wir können wieder von zwei verschiedenen Orten hingehen. So. Da vorne, das heißt, wir positionieren uns einmal hier. Unser Geschütz haben wir da gleich mal drauf. Ah, daher. Dann holen wir uns das Scharfschützengewehr raus und ballern einmal. So, lass sie mal kommen. Aha, da oben ist ein Geschütz. Das ist ein großes Geschütz. Schieß mal da drauf. Lass mal unser Geschütz drauf schießen, natürlich. So, da habe ich durch den Kanister geschossen und einen Kopfschuss gemacht. Das ist gut. So, da genau das gleiche. Moment, ich helfe dir gleich. Auf jeden Fall gehört das da mal weg. Komm, 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 Geschütz. Gib alles, was du hast. Okay, ich brauche meine Drohne, bitte. Mein Geschütz ist gleich weg. Wir machen das jetzt schon kaputt wegen einem Cooldown. Ich baller da weiter drauf. Danke, dass du dich in den Schuss reingestellt hast. So, ist links irgendwer wer von mir da? Irgendwas sehe ich da die ganze Zeit. So. Ziel neutralisieren, okay. Kommt's nur. Das ist Big Papa. Big Daddy. Das war doch in den Kopf. Willst du mir jetzt sagen, dass das nicht in den Kopf war? So, da kommt er. Big Daddy gehört einmal weg. Der wird mich nämlich die ganze Zeit flankieren, der Mausibär. Von allen Seiten wieder kommen und mir am Arsch gehen. Moment, ich hau mein Geschütz da nach vorne. Und ab geht's. Blind schießen. Er wird leider nicht gestaggert. Ach Gott, ich habe mir gedacht, ich stagger ihn noch. Schnell, 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 schnell. Komm, 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 komm. Auf die Rüstung, auf die Rüstung. Jo, ich war's. Oh, schnell. Hol du deinen Rüstungskit drauf. Meine Güte. Verpiss dich da. Lass mich doch mal ganz kurz. Hau da gleich noch einen Rüstungskit drauf. Ist doch wurscht. Und gleich Waffe umgreifen und geht schon. Die 29 Schuss, die haben wir da noch drauf. Sehr gut. Bist deppert. Rüstungsteile haben wir weggehauen. Wir bleiben hier. Und er ist weg. Sehr gut. Parkhaus sichern. Gut, Mama. Von hier treffe ich niemanden. Ah, war jetzt ein wenig Druck. Aber nur ein wenig, nicht viel. Hier schieße ich die Eier weg. So, können mir die anderen auch noch angezeigt werden? Da steht noch immer. Ah, da ist er. Diesel, was geht da unten vor? Diesel, bist du etwa auch tot, du dummer Flachwichser? Alle Mann zur Arena, sofort! Ah, das war's noch lange nicht. Da kommt noch einer. Das war jetzt Diesel, den wir umgebracht haben anscheinend. So, Muni. Der da oben hat eine Granate fallen lassen. Den nehmen wir natürlich auch mit. Da, so hat das ausgeschaut. Das haben wir zerstört. Und wie wir das zerstört haben, ist hinten Big Daddy rausgekommen. Oh, ich bin Big Daddy. Ich komme jetzt raus und werde dich töten. Ich gehe langsam auf dich zu. Auf epischen Style und werde dir eine Kugel durch den Kopf jagen. Das hat man dann gesehen, bis er dann bei mir war. Und das auch noch First Try.
Also nichts gegen die weltbesten Let's Player natürlich. Das ist noch immer Etienne Gardet. Da bin ja ich, ja. Ein Nichts. Eintreffende Verstärkungsanforderungen. Eintreffende Verstärkungsanforderungen. Ist natürlich, wie soll es noch anders sein? Was wird da drinnen gemacht? Was wird da angebaut? Ich möchte das sehen. Moment, wir schauen uns das gleich an. Bevor wir da durch die Türe gehen. Ein Reparaturkit erhalten wir. Und was noch? Muni. Sehr gut. So, kann ich da reingehen? Ich würd nur gerne mal kurz da reinschauen. Nö, kann ich nicht. Was ist das da? Ist das Gras? Ich habe ja keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendetwas Angebautes. Toxine in der Luft übersteigen Grenzwerte. Filterversagen. Filterversagen? Ich habe eine ziemlich... Wieso geht die scheiß Türe zu? Okay, jetzt habe ich mal schon gedacht. Puh. So, Knopf drücken. Luftfilterfunktion wiederhergestellt. Luftqualität akzeptabel. Ah, okay. Und unser, wie heißt das? Unsere Gasmaske wirkt da drinnen nicht. Okay, da kommen schon neue. Da haben wir mal eine Granate nach vorne. Die stellen sich perfekt dahin. Das war's? Ist das euer Ernst? Da waren 4 Maxeln drinnen. Toxine in der Luft übersteigen Grenzwerte. Filterversagen. Aha. Wieso sagst du mir das jetzt nochmal und es passiert rein gar nichts mit meinem Charakter? Gut, mir ist egal. Wir gehen einfach weiter. Arena erreichen. Da sieht man es jetzt, da perfekter. Was auch immer es ist. Ich glaube, es ist... Eisbergsalat. Ich bin mir aber nicht sicher. Da ist nichts. Da vorne ist auch nichts, da brauchen wir gar nicht nachschauen. Da ist eh ziemlich dunkel. So, hier gleich wieder durch. Ansonsten ist da eh nichts. An der Decke ist auch nichts Wichtiges. Ja, passt. Ah, keine Neustartzone. Schon wieder mal. Zum 10.000. Mal jetzt. Ich hoffe, das letzte Mal jetzt. Schauen wir mal. So, Missionsziel. Arena sichern. Okay. Ja, das scheint mir der Schluss zu sein. Moment. Wo tun wir uns positionieren? Ich glaube, hier hinten wäre eh nicht so schlecht. Das Geschütz würde ich dann da oben... Ja, perfekt. Da oben... positionieren und zwar Richtung zu mir, falls jemand kommt. Und den jagen wir mal eine Kugel durch den Kopf. Patz! Und ab geht's. Kommt her. Super gestellt. Wieder super rumgestellt. Ich mag das, wenn das funktioniert, wenn ein Plan aufgeht. Na komm, baller auf ihn. Danke. Sehr brav. Ich will da jetzt nicht wirklich viel machen. Ah, das war daneben. Das war daneben. Den habe ich getroffen. So, das habe ich gemeint. Falls da irgendetwas in die Nähe kommt von mir. Patz. So, ein Healer. Nein, das ist da. Schon wieder ein Big Boss. Wie wäre es, wenn du mal auf ihn draufballerst? Liebes Geschütz. Mein Geschütz ballert nicht auf ihn. Da kommt ein Auto. Aber der Big Boss ist mal weg, das ist wichtig. So, Drohne raus. Alles in Ordnung. So, Geschütz ist oben weg. Leider. Wartet, das ist ein Heiler. Ein Heiler.
Ah, stirb! Nein! Komm! Baller ihn runter! Das gibt's doch nicht! Was haltet denn der aus? So, Moment. Den schießen wir auf die Eier. Super. So, der Heiler. Der Heiler macht mich fertig. Moment, den treffe ich da. Putz. So, Heiler ist weg. Der geht drauf, wo mein Geschütz war. So, ich mache jetzt mal das Geschütz kaputt. Achso, das ist ja gar nicht mal mehr da. So, da kommen gleich die Nächsten. Okay, jetzt kommt er anscheinend. Der letzte Boss. Das sage ich jetzt schon, glaube ich, zum 5. Mal in dem Part. Bin mir nicht ganz sicher. So, was machen wir jetzt? So, da ist er. Ah, es ist so einer. Mit einem Schild in der Hand. Das, ja, okay, gut, das stört mich jetzt nicht wirklich. Ja, schieß nur. Dein Geschütz ist weg. Dein Geschütz, sage ich, dein Schild ist weg. Jetzt machen wir so ein bisschen Schaden. Alles gut, jetzt laden wir danach. So, und jetzt machen wir mal die da rings herum. Einmal weg. Zweimal weg. Nein, noch nicht. Aber jetzt. So, da hinten haben wir noch den Snipper. Den holen wir uns auch gleich. So, Sniper weg. Jetzt gehen wir auf ihn los. Ja, du locker und lässig, wie du auf mich zukommst, ha? Glaubst du, ich mache keinen Schaden gegen dich, oder was? Na komm. Vollidiot. Und tschüss. Das Kapitol ist unser letztes Ziel. Wir können es jetzt sichern. Legen wir los. Ohne ihre Führungsriege werden die Hyenas im Chaos versinken. Ich schicke Teams los, um die Vorräte und Ausrüstung zu sichern, die diese Hunde gehortet haben. Und ich sage Odessa Bescheid. Die Theatersiedlung wird jetzt ruhiger schlafen können. Ja gut, raufgehen braucht man eigentlich nicht. Nämlich die haben ja nichts wirklich gedroppt hier. Also wirklich viel Loot habe ich da jetzt nicht bekommen in der Mission. Aber wurscht. So. Wir gehen natürlich alles wieder da retour. Müssen jetzt halt wieder raus aus dem Zielgebiet. Und wir können, er hat es eh gerade gesagt, unser letzter Einsatzziel ist das Kapitol. Also, im nächsten Part machen wir das Kapitol. Das ist dann die letzte Mission in dieser Map. Und dann kommt die zweite Map. So, wohin muss ich? Achso, ich bin schon draußen, oder? Gut. Wartet's, bevor wir Stützpunkt freigeschalten. So, Kapitol. Ja. So, die Theatersiedlung kann auf jeden Fall jetzt friedlicher schlafen, hat er ja eh gesagt. So, Kapitol, das heißt, wir machen eine Schnellreise zur Absturzstelle. Ich wollte aber nochmal ganz kurz mit euch durchschauen, nämlich ich habe ziemlich viele Waffen gekriegt. So, die macht 3,8. Oh ja, die ist sogar besser, 3,9. Gewehr, Sturmgewehr, Maschinen, nö, das ist dann alles schlechter. Was haben wir da? Nein, das brauche ich gar nicht. Mit denen, glaube ich, kann ich überhaupt nicht umgehen. Da haben wir ein Scharfschützengewehr. 23,5. Wie viel hat unseres? Okay, gut. Das heißt, wir nehmen uns das Sturmgewehr für das Kapitol. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. So, schauen wir uns nochmal alles hier nochmal komplett an. Wir sind ja auch noch, genau, Feldexperte sind wir auch noch geworden. Das heißt, wir kriegen auch noch Sachen dazu. Eine Shotgun kriegen wir dazu. Und eine Weste. So, die Shotgun brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt. So, Masken haben wir gerade gemacht. So, Westen, die ist neu. 582 plus, das ist auf jeden Fall mal gut. Die rüsten wir uns gleich mal aus. Zack. Dann haben wir Holster. Ich glaube, da haben wir uns auch den besten schon angelegt. Jupp. So, Knieschöner. Okay, dann haben wir Handschuhe. Na, 468. Das ist gar nicht mal
so schlecht. Nämlich die sind ganz und da, schaut's. Da fehlt der Abzugfinger und so etwas. Ist ja klar, dass der besser ist. Rucksack haben wir auch das Beste. Okay. Ansonsten soll es das eigentlich gewesen sein. Wir können nochmal nachschauen. Da, die Schrotflinte ist halt neu. Gewehr, Sturmgewehr, Scharfschützengewehr mit 24,3. Das ist schon mal schlechter Sturmgewehr. Maschinenpistole. Bap, 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 bap. Scharfschützengewehr 18,5. Das ist lächerlich. Und Scharfschützengewehr 17,3, das ist ja noch lächerlicher. Um Gottes Willen, dass ich es noch rauskriege. So, es sollte eigentlich passen. Ich mache mal ganz kurz eine Schnellreise zum Weißen Haus. Verkaufe den ganzen Dreck, was ich halt nicht mehr brauche. Vielleicht spende ich ihn, falls ich was zum Spenden habe. Auf jeden Fall im nächsten Part sehen wir uns dann hier bei der Absturzstelle und dann machen wir das Kapitol. Gut. Mit diesen Worten bedanke ich mich bei euch wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler. 46 Minuten? Okay.